Moin zusammen und willkommen zurück hier wieder auf der nordfriesischen Marsch, der NF-Marsch in der finalen Version. So, wir sind mit unseren Paletten hier bei der Getreidefabrik angekommen und werden da jetzt erst einmal abladen. So. Gucken wir mal, wie viel da reingehen. So, und dann schauen wir weiter. Wir brauchen, guck mal hier, Karton brauchen wir zum Beispiel. Den kriegen wir doch wieder bei der Zellstofffabrik. Da haben wir ja noch einiges. Also, Kollege, kannst dich eigentlich gleich auf den Weg machen. Wenn Paletten übrig bleiben, nehmen wir die nachher wieder mit. So, Abfahrt. So, wir schauen weiter, was noch... hier. Ja gut, er ist nicht ganz voll geworden. Dann gucken wir mal, ob wir noch was im Lager haben. Und dann würde ich sagen, dann geht es nochmal zum Hafen hoch und hauen wir das Zeug noch in den Verkauf. Beziehungsweise wir sollten vorher gucken, ob es immer noch beim Hafen das meiste Geld gibt. Ja. Also, VK, Hafen und Abfahrt. So, das ist hier unser Mais. Das läuft. Ja, guck mal, dann können wir mal ganz kurz den restlichen Raps noch entsorgen hier im Silo. Das auch gemacht. So, Düngerstreuer ist fertig. Wir hätten noch die 16 und bei der 2 bin ich mir nicht sicher, aber die 16 auf jeden Fall. Weil da hatten wir ja schon Unkraut gespritzt, also müsste das problemlos gehen. Da ist auch noch genug drin. So, hier warten wir wieder auf den Abfahrer. Ja, der ist gerade wieder hier zur Getreidefabrik unterwegs. So, das geht auch hier ins letzte Vorgewende schon. Der ist wirklich fix dabei. Da kann man nichts anders zu sagen. So, der Kalker. Gut, der hat noch einiges zu tun. Hier holen wir noch einmal Gärreste ab. Der hat schon was drin. Zellstoff. Ja gut, der kann aber auch erst einmal parken. So. Tja. Ja gut, hier ist so ein bisschen Unkraut. Da warten wir, bis das komplett nachher ist. Ja, hier muss dann gekalkt werden. Na gut, da machen wir erstmal die Ballen, wenn der hier fertig ist. Das heißt, der Kalker geht auf die 58 dann rüber. Warte mal, ich will mal was gucken. Der Schweinestall ist schon wieder fast voll. Oh. Das läuft auch da, würde ich sagen. So, hier ist keine Silage mehr. Das ist schlecht. Aber wir haben doch... Wo ist der? Einer von unseren LKWs, der hier. Guck mal. Wir hatten doch Silageballen gemacht, also müssten wir... Also müssten wir Hof-Silagelager lose zur BGA-Zwischenlager.
Zwischenlager. Anlieferung. Silage. Dann läuft die Sache. So, hier sind wir. Da. Fast da beim Hafen. Also übernehmen wir mal wieder die Kontrolle. So. Ah, gucken wir, da ist auch unser Palettenkollege. Da können wir also gleich Karton laden. So, Herr Kollege, machen Sie langsam. So, Zellstofffabrik. Wir machen Autoload an und dann gucken wir, dass wir da möglichst dicht dran kommen. So, wir brauchen mehr Karton. Achtung, hier kommt ein Karton. Tong, tong. So. Voll. Tja. Also wieder zur Getreidefabrik zurück. Kommst du da rum? Ja, passt. So, der macht hier Silage. Da gucken wir mal ganz kurz. Na gut, viel ist es nicht. 540.000. Naja, besser als nichts. Aber warte mal, wir müssten doch eigentlich noch Häckselgut unten in BGA Zwischenlager haben. Das könnten wir noch in den Fermenter bringen und das machen wir hier bitte dem mal kurz. Ja, wir müssen irgendwie alles an Fahrzeugen nutzen und das ist halt der größte Kipper, den wir haben. Und dann müssen wir mit dem einmal da runterfahren. Ja, Mischfutter müssen wir dann mal gucken, dass wir da aus der Produktion was rausholen. Hier Kuhstall und die Rinder zuchten. Das können wir auch euch. Ja gut, im Kuhstall werden wir mit dem nicht reinkommen. Aber für die Rinderzucht könnten wir den nutzen. So, der Case IH, das ist irgendein. Das müsste der Kalker sein, oder? Ja, das ist der Kalker auf der 17. So, dann gucken wir mal, was wir hier drin haben. Ich hoffe mal. So, das müsste Häckselgut sein. Ja, da ist noch ein bisschen was. So, aber mal, lass uns mal hier. Du bist hier fertig. Du müsstest dann eigentlich auf die 58. Haben wir auf der 58 einen 36 Meter Düngerstreuer? Jo, perfekt. Dann nehmen wir den nämlich zum Kalken. Feld 58. So, dann kann das losgehen. Oh, der hat noch ein bisschen. Aber komm. Machen wir das mal noch schnell im Alleingang.
So, komm, wir nehmen mal die Abkürzung hier durch die Hecke. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier noch Paletten stehen. Ne, Leerpaletten hat er alle genommen. Sehr gut. Dann schauen wir mal, wie das mit dem Karton aussieht. Na gut, da können wir später gucken. Der ist unterwegs. Sojabohnen. Haben wir noch Sojabohnen? Nein, haben wir doch Sojabohnen. Sojabohnen müssen zur Getreidefabrik. Guck mal, dann hast du doch was zu tun hier. Getreidefabrik. Mais und Soja, dann machen wir hier Sojabohne. Abfahrt. Ach, das läuft auch ganz gut so. Hier haben wir das restliche Häckselgut, das wir mal hatten. Ah, ja, jetzt wird es eng hier. Ah, guck mal. Ich mache dir Platz. Fahr. Kannst ruhig ein bisschen schneller machen. Wir haben eigentlich hier keine Zeit. Wir sind im Stress. Weil dann bekommt der Fermenter wieder noch ein bisschen was zu tun. So. So, haben wir eigentlich Mischfutter? Ja, Mischfutterabholung. Perfekt. Dann kann der da nämlich gleich Mischfutter abholen und dann zum Rinderzucht-Einfahrt fahren. Mit Mischfutter. Bin mir nicht sicher, ob das funktioniert, weil das der komische Häcksler ist, aber wir probieren es einfach mal. Ansonsten tun wir halt selbst aufladen. So. Hier. Jo, das läuft. Ach, warte mal. Der muss jetzt wieder beim Zwischenlager Abholung. Ja, gut, das war wieder mein Fehler. Wenn der da den Abfahrer blockiert, kann der natürlich nicht abfahren. Das geht dann sehr schlecht. So. Ja, gucken wir mal, der ist fertig hier auf der 58. Das heißt, du fährst mir zum Hof zurück. Sehen wir uns gleich da unten. So, du machst mir auch beim Zwischenlager Abholung erst einmal. So, hier wird Kalk aufgeladen. Ja, Hühnerstall braucht Leerpalette, Zellstofffabrik braucht Leerpalette, wir brauchen Eier, wir brauchen Sonnenblumen, oh Gott. Ich weiß nicht, wie wir dem Ganzen nachkommen sollen. So, aber hier hat das nicht alles reingepasst. So, Karton. Ich glaube, Karton brauchen wir doch auch bei der Obstplantage hier. Dann können wir doch da gleich mal kurz noch anliefern.
wenn wir schon hier oben sind. Ups, da war irgendwie eine Bodenwelle. Ja, das sieht aber auch sehr voll aus hier, muss ich sagen. Gucken wir mal. Der Tank ist voll. Ja, ihr zwei, ihr müsst auch noch mit. Da fahren wir hier hinten durch einmal. So, tja, dann würde ich sagen, der restliche Karton geht ins Lager erst einmal. Also fährst du mir ins Lager Werkstoffe. So, ach, du machst hier deine Arbeit gut. Also du holst die Sojabohnen, okay. So, dann trinke ich noch mal ein kurzes Schlückchen. So, na komm. Ich wollte auf jeden Fall noch beladen und gleich mal losschicken wieder. So, du wirst ja eh nicht voll. Wir hatten ja nur noch 70.000 Ungrad Liter hier. Abfahrt. So, der ist auch so gut wie durch. Ja gut, ich dachte mir, dass das nicht klappt. Mischration. Ja. Da werden wir morgen mit los wegfahren dann. So, hier wird noch einmal abgetankt. Ja, guck mal. Die Seemaschine fährt, Kalker kommt. Da gibt sich ein Ding die Hand zur anderen. So, hier haben wir auch nichts mehr. Das heißt, du fährst jetzt nur noch ausladen. Beim Klärwerk und dann werden wir mal gucken, was wir mit dir dann anstellen. So, guck mal, da bekommen wir den Karton noch gleich eingelagert. Oh, die Zellstofffabrik braucht Geld. Das bekommt sie doch direkt. So. Ja, Leerpalette. Haben wir hier eigentlich jetzt noch Leerpaletten gelagert? Oh ja, haben wir. Die würde ich dann auf jeden Fall noch mitnehmen. Werkstoffe, Leerpaletten. So. Einmal abladen und dann fährst du noch mal zur Abholung. Aber das Abholen machen wir morgen. Heute ist erst einmal Feierabend. Wir sehen uns, wie gesagt, morgen um 15 Uhr wieder zur nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut.